Ciao ragazzi, Giovanni hier. Willkommen zu einer neuen Folge Backstage Brunch. Heute mit Marie Reim und Chris Kronauer. Die beiden kennen sich zwar, haben auch schon zusammen Musik geschrieben, aber sie haben sich sehr, sehr lange nicht gesehen. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was sie sich zu erzählen haben. Viel Spaß. Chris! Grüß dich. Hi. Hallo. Na? Schön, dich zu sehen. Ja. Schön, dich zu sehen. Wann haben wir das letzte Mal gesehen? Das war Berlin, Waldbühne. Ja, stimmt. Genau. Stimmt, wo wir danach noch deinen Geburtstag gefeiert haben. Ein bisschen sehr friedlich. Schön, aber ey, cool. Sieht auch mega aus hier alles. Sehr schön. Ich kriege schon wieder Hunger. Ich habe ja gesehen, bei mir sind die Weißwürst. Bei dir sieht es so richtig bayerisch aus. Ja, da brauche ich ja Brezen dazu. Darf ich das einfach aufmachen? Ja, ne? Ich denke, ja. Oh, das sieht gut aus. Schön. Oder soll ich mir jetzt... Nee, ich nehme einfach was da raus. Ja. Das sieht cool, lecker aus. So, ehrlich, ich sehe hier noch ein Weißbier ist auch noch da. Ich nehme mal was von dem süßen Zeug her. Darf ich das einfach, ich nehme dafür eine Zange? Ich denke, ja. Okay. Ich nehme die Dinger gleich alle mit, wenn da irgendwas von übrig bleibt. Die sind so gut. Ben, grüß dich. Servus, hi. Servus, hallo. Danke für dich. Ja, danke. Jetzt sind wir mal gespannt, was da drin ist, oder? Vor euch liegt ein Buzzer, den ihr abwechselnd drückt. Giovanni stellt euch dann eine Frage, die ihr beantworten müsst. Für eure Antwort habt ihr 5 Sekunden Zeit. Das heißt, Chris beginnt, dann drücke ich jetzt mal auf den Buzzer und lass mich auf die Frage überraschen. Wo bist du am liebsten, wenn du nicht gerade in Bayern bist? In Italien. In Italien? Liebe Italien, ja. Also ich war da jetzt auch wieder im Urlaub und Italien ist so ein bisschen für mich auch meine zweite Heimat, weil mein Cousin und mein Onkel, der auch mein Taufpate ist, der ist Italiener und deswegen bin ich da einfach wahnsinnig gern. Ich liebe auch die Natur und italienisches Essen. Und das ist natürlich eine gute Antwort, wenn er dir die Frage stellt. Ja. aber es ist tatsächlich wirklich so. Also voll. Mein Lieblingsessen ist tatsächlich auch Spaghetti Bolognese. Oh, ich liebe es. Echt? Das ist so klassisch eigentlich. Ich könnte das jeden Tag essen, das ist ganz schlimm. Krass. Ich esse das manchmal 4 Tage hintereinander. Ich glaube, das ist nicht normal. Okay, bin ich dran? Ja, schätze mal die nächste. Also drücke ich da jetzt drauf. Genau. Okay, kommt das jetzt jedes Mal? Hast du dich schon mal zu Hause heimlich rausgeschlichen? Ja, ich hatte mal, da habe ich am Bodensee gewohnt mit meiner Mutter und da hatte ich unten eine Einliegerwohnung. Ja. Und da hatte ich natürlich einen eigenen Eingang, den meine Mama aber gerne kontrolliert hat, weil sie wusste, sowas könnte passieren. Mhm. Und dann, da gab es da halt einfach ein Fenster, ein riesengroßes. Da konnte sie von dem Haus oben drüber nicht runtergucken und da habe ich mich dann manchmal rausgeschlichen, um irgendwie in Garagen mit coolen Jungs, so, das war so super cool, mit den Leuten, die Motorrad fahren und so rumzuhängen. Und das hat mich dann gemacht. Und wenn ich irgendwann nachts um 5 wiedergekommen. Gab's dann Ärger? Na, ich hab dann irgendwie, wir hatten so ein bisschen was getrunken und das war so. Ja. Ich hab dann halt sehr lang geschlafen am nächsten Tag, wo meine Mutter hatte angerufen und so. Und sie meinte, Marie, warum habe ich dich nicht erreicht? Was ist los? Das kenne ich aber. Ich habe in der letzten Nacht eine Autotüre gehört oder einen Motor, was war denn da los? Ja. Meinst du, du warst draußen? Ich so, nein, ich hab geschlafen, ich war einfach nur müde. Und sie so, bist du dir ganz sicher? Auch, dass es dir heute Morgen nicht so gut geht? Und ich so, ja, ganz sicher, ganz sicher. Ja, aber ich habe keinen Ärger bekommen. Die war da immer sehr entspannt. Okay, ja, cool. Aber ich bin auch nicht so der Partygänger. Ja. Deswegen war sie wahrscheinlich entspannt, weil das echt selten vorgekommen ist. Ein, zwei Mal vielleicht. Okay, cool. Ja. Dann? Gucken, ob es noch was gibt. Guck auch. Wo ist für dich der perfekte Ort für ein perfektes Date? Oh. In der Natur, wo nichts ist. Ich finde, das hat halt so dieses befreiende Gefühl. Wenn man niemanden um sich rum hat und nur zu zweit ist, finde ich, ist das irgendwie am schönsten. Romantischsten. Sehr süß. Ja, ich finde, wenn so viele Leute da sind, dann ist es irgendwie, verliert es so die Magie irgendwie ein bisschen. War ich dran? Ja, ne? Ja. Okay. Gibt es Liebe auf den ersten Blick? Ja, ich glaube, die gibt es. Aber ich glaube, es gibt auch Menschen, da passiert das erst auf dem 500. Blick. Ja, das stimmt. Also wo man erst sagt, hey, ich kenne dich schon ewig, aber auf einmal hat es erst seit ein paar Tagen Klick gemacht. Ja, voll. Ich glaube, das gibt es auch, oder? Dass es das so gibt. Dass beides möglich ist auf jeden Fall, ja. Ja. Glaube ich auch.
Aber ich glaube auch, dass es dir Liebe auf den ersten Blick gibt. Du sagst Bescheid, ne, wenn du ein Schlückchen vom Weißbier willst, probieren. Oder schmeckt dir Bier? Also wenn du das gleich aufmachst, ja, dann schenke ich dir mal. Aber nur ein kleines Schlückchen, mhm, oder? Okay, dann schenke ich mal kurz ein hier. Das ist ein Riesenglas. So. Reicht? Ja. Okay. Wir haben ja noch früh. Ne? Danke. Ja, ja. Ja, ich als waschechter Bayer muss da natürlich gleich die volle Ladung hier reinnehmen. Das hat man halt beim Weißwurstfrühstück immer, dass man da Weißbier noch dazu trinkt. Okay. Ja. So. Okay. Ach, ja, perfekt. Würde ich erstmal sagen, Prost. Zum Wohl. Also ich meine, zur Feier des Tages trinke ich mit dafür, dass wir das erstmal miteinander brunchen. Bevor ich jetzt hier ist, muss ich mir das fast noch angucken, weil ich gerade hier gesehen habe, Omas liebevolle Rezepte. Und die Oma hat ja immer gekocht bei mir, so am Bauernhof, weil ich ja aufgewachsen bin bei der. Und das hat mich also meine ganze Kindheit begleitet. Ich bin jetzt mal gespannt, ob die Rezepte hier auch alle so... Dankeschön. Ja, Pfannkuchen, das war... Oh, lecker. Habe ich geliebt. Vor allem zum Frühstück. Auch gut, ja. Ich habe es auch Mittag gegessen immer. Fleischpflanze sehe ich hier noch mit Kartoffelsalat. Das war echt immer herrlich. Also Omas kochen auch immer am besten, ne? Also war das bei dir auch so? Oder? Ich habe da eher Pateneltern. Ich hatte nie von Oma und Oma beidseitig nie so viel mitbekommen. Ja. Aber ich habe eine Patentante, die macht das immer noch. Die kocht, wenn ich sie besuche, in Köln jeden Tag frisch für mich. Schön. Richtig, richtig schön. Das ist schon cool. Das ist auch bei meinem... ersten Album jetzt ja auch ein Riesenpunkt gewesen. Das heißt ja Dankbar. Und das ist auch ein Song, den ich ihr gewidmet habe. Ich freue mich schon so, dass die Leute den jetzt dann auch hören. Das ist schön. Weil das halt auch so mein ganzes Konzept hinter meinem Album war. Und die Oma mir da schon echt sehr, sehr viel bedeutet. Und der Song ist halt auch ihr gewidmet, weil wir halt bei ihr irgendwie auch aufgewachsen sind. Mit der Mama natürlich auch, mit Papa. Aber die Oma war halt immer so eine Rolle, die sich um alles gekümmert hat. So. Richtig schön. Vor allem, wenn du auch Songs schreibst oder Songs singst, wo du wirklich ein Gefühl dazu hast. Ne? Und das ist ja dann bei dir der Fall. Mega. Total. Richtig schön. Gibt es da bei euch irgendwas so traditionell so? Du kommst aus Köln, ne? Endlich. Ich komme aus Köln. Mhm. Ja, da gibt es den Kölner Karneval. Ach so. Bist du da oft? Oder? Naja, die letzten 2 Jahre ging es ja schlecht wegen Corona. Ja, leider. Ne? Aber sobald es wieder aufmacht, werde ich die Erste sein, die du wegen eines Kostüms nicht wieder erkennst. Magst du das so richtig, dich ja, so zu kleiden, dass man dich nicht mehr erkennt? Ich liebe Halloween, ne? Ich liebe Karneval, ich mache das total gerne. Dieses Verkleiden und dann irgendwie mit Freunden rausgehen. Ich liebe ja auch Partnerkostüme, finde ich total cool. Cool, ja. Finde ich total witzig. Mache ich auch. Mega. Ich verkleide ja sogar meinen Hund. Aber den hast du schön verkleidet, finde ich. Ja, heute, das ist wirklich schick. Aber die habe ich ja jetzt seit 2 Jahren. Ich habe die ja damals mit 4, 5 Wochen bekommen. Mhm. Also da war die richtig jung. Wie klein war die denn da? Eine Handvoll. Die konnte noch nicht mal laufen, die ist die ganze Zeit umgefallen. Die wurde also viel zu früh von ihrer Mama getrennt, aber die kommt halt aus dem Tierschutz. Ja. Die war so richtig verwahrlost, als ich sie bekommen habe. Und dann haben wir ein paar Wochen gebraucht, um uns wieder aufzurappeln, ne? Ja, ich liebe die. Ist ganz schön verschmust auch, ne? Ja, voll. Also sobald wir zu Hause sind, sie springt dann aufs Sofa und guckt mich so an, von wegen, kannst du jetzt mal kommen, kuscheln? Ja. Das ist gut. Nee, echt schön. Das hat manchmal auch einen Vibe, ne? Wenn dann so ein Hund, das gibt einem so ein gutes Gefühl. Bedeutet mir schon viel. Nee, kann ich verstehen. Ja, jetzt will sie zu dir. Jetzt musst du sie auch aufnehmen. Ja, nehmen. Okay, warte mal schauen. Sie versucht ihr Glück. Ist die leicht? Ich habe Carla jetzt, glaube ich, seit 2 Jahren. Und die hat mir schon echt durch die schwersten Zeiten auch geholfen. Ja. Also, ich glaube, ich habe die Anfang 2019, ja, das macht Sinn, Anfang 2019 um den Dreh bekommen. Ja. Und da habe ich, glaube ich, gerade eine ewig lange Beziehung hinter mir gehabt, wo ich wirklich emotional und körperlich sehr, sehr viel mitgemacht habe und auch viele Beschwerden hatte durch Stress und so weiter. Und ich hatte nicht mehr so diesen Antrieb, um irgendwie weiterzumachen. Es war schon wirklich kurz vor knapp mit allem, was passiert ist nach dieser Beziehung. Also wirklich, ich war fertig. Okay. Und dann habe ich Carla bekommen. Und heute denke ich mir, dass ich... wenn Carla nicht da gewesen wäre, wüsste ich nicht, was heute mit mir passiert wäre. Aber dieser Hund hat mir wirklich so viel Liebe gegeben. Das ist schon Wahnsinn, ne? Was so ein Tier eigentlich auslösen kann. Ja, und es war auch eine Aufgabe, weißt du. Es war so, man hatte was zu tun und man musste... Und sie hatte dann irgendwie auch... Es war so ein Gefühl, ne? Man war dann halt nicht mehr alleine. Aber es war jetzt nicht nur eine Anschaffung, damit man nicht mehr alleine ist. Sowas gibt es ja auch. Sondern das war einfach schon ein ewig langer Wunsch, einen Hund zu haben, der eben...
mich auch begleiten kann, den ich auch alleine halten kann. Ja. Ne? Und deswegen ist es Carla halt geworden, ein kleiner Susan. Und ja, die hat mir durch die schwersten Zeiten in meinem Leben geholfen. Und ich glaube, es war aber auch wichtig, weil sie war ja auch so, als es mir so schlecht ging, habe ich ja auch sie getroffen. Da ging es ihr ja auch so schlecht. Da war sie ja auch so schwach und hilflos, ja, und total verwahrlost. Und da hatte ich erstmal, ich hatte das Gefühl, wir mussten uns beide selber so ein bisschen heilen. Und das war für uns beide gut. Das war für uns beide das Wichtigste, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Sie guckt, ne? Das ist echt süß. Carla. Ich hab's mir gerade schon gedacht, wie lustig das wäre, so eine kleine... Ah, danke. Ach so. Okay. Fans sind die Größten. In den Umschlägen vor euch findet ihr Fanfragen für euer Gegenüber. Stellt sie und beantwortet sie gegenseitig ehrlich. Okay. Möchtest du mal eine Familie gründen? Ja, würde ich schon gern. Also ich denke schon irgendwann so für mich, so würde ich so, also Musik machen und eine Familie wäre eigentlich schon mein Ziel, auch Kinder irgendwann. Das ist halt jetzt noch weit weg so, aber irgendwann denke ich schon. Du bist ja noch jung. Stimmt. So, Marie, welche Rolle spielt Fitness und Sport in deinem Leben? Also ich glaube tatsächlich, dass du mehr Sport machst als ich. Wirklich? Aber ja, ich mache jetzt seit ein paar Monaten wieder Sport. Vorher habe ich echt eine ganze Zeit lang einfach nichts gemacht über die Corona-Zeit. Ich hatte keinen Antrieb, ich war fertig. Aber ansonsten, ich merke, dass mir Sport wichtig ist. Es fehlt mir, wenn ich es nicht mache. Ich bin schneller müde, ich bin Asthmatiker, ich kann keine Treppe hochlaufen, wenn ich meine Ausdauer nicht ein bisschen trainiere. Okay, warum hast du Pop studiert? Du hast Pop studiert? Also Popmusikdesign an der Popakademie, genau. Das Studium war für mich damals nochmal so eine Option. Ich war ja damals, wie alt war ich, wie ich angefangen? Ich glaube 19. Mhm. Und ja, also mich hat halt Songwriting immer schon total studiert und studiert. total interessiert. Und ja, ich bin dann halt, also ich wollte nochmal raus in eine andere Stadt damals, weil ich irgendwie auch mich noch so ein bisschen versucht habe zu finden. Und wo war das? Es war in Mannheim. Also ich bin dann von München quasi nach Mannheim gezogen und ich hatte auch keine Ausbildung und ich habe halt gesagt, wenn ich irgendwas machen will, ist es Musik. Und das war halt auch der perfekte Weg, dass ich parallel weiter Musik machen konnte. Und deswegen war das, ich bin sehr, sehr froh im Nachhinein, dass ich es gemacht habe. Gut, sehr schön. Hast du einen Glücksbringer? Carla. Das muss jetzt kommen. Carla ist mein Glücksbringer. Carla ist, oder was ich auch manchmal ganz gerne mache, ist, ich habe so Heilsteine. Ah. Das klingt jetzt total, also Edelsteine, Quarze. Und so weiter. Ja. Das sind so meine Heilsteine. Und da gibt es ja verschiedene für verschiedene Sachen. Und die habe ich dann ganz gerne bei. Wie viele hast du da? Mehrere? Oder? Ja, unterschiedliche. Es gibt ja Bergkristall, Rosenquarz, Amethyst und so weiter. Ja. Und da habe ich eine große Sammlung. Cool. Ja. Hey, feier ich. Haben wir einiges dann wir ein hoffentlich paar Fanfragen beantworten können. Diese Räucherstäbchen, die riechen gut, ne? Riechst du das bis darüber? Ja, ist unfassbar. Ja, die duften richtig gut. Ja, ich liebe es. Riech mal. Die riechen so gut. Ja, ist mega. Die riechen so ein bisschen nach Parfüm. Aber das mache ich zum Beispiel total oft. Wenn ich irgendwie einen schlechten Tag hatte oder genervt bin oder irgendwie einen Streit mitbekommen habe oder irgendwo schlechte Energien um mich habe, dann räuchere ich meine ganze Wohnung aus. Manchmal laufe ich auch wirklich mit so einem Salbeistrunk rum und wie so eine Gestörte und räuchert dann jeden Voll interessant. Reimer. Also du machst das richtig zielbewusst, dass du das dann, du holst dir bewusst welche und stellst dann überall hin. Ja, also es ist nicht so, dass ich zwischendurch mal anmache, damit es gut riecht, sondern ich räuchere wirklich ganz bewusst mit alle schlechten Energien raus. Voll interessant. Ja, ich habe das bei mir im Studio stehen auch so, für einen guten Geruch, aber das ist voll interessant. Das bringt dich dann so runter. Ja, ne? Es funktioniert auch. Also ich bin der Meinung, es funktioniert. Ja. Also ich fühle mich danach freier. Ich habe das Gefühl, alle schlechten Energien sind raus. Mhm. Und man ist irgendwie befreit von allem Negativen. Das cool. Klingt jetzt super drüber. Ja, schön, wenn sich das so runterbringt. Bei mir ist es der Sport. Das bringt dich runter. Ja, irgendwie schon. Also ich habe das schon, wenn ich so gestresst bin oder manchmal, es gibt es ja irgendwie auch in unserer Branche ganz oft, dass man mal so richtig sauer wird wegen irgendwas. Und ja, wenn ich mich dann mal verstehen. So runterfahren muss, dann nehme ich einfach die Hantel. So bei mir zu Hause habe ich so ein paar Hanteln und trainiere dann einfach, mache so ein bisschen Kraftsport mit dem eigenen Körper oder gehe ins Fitnessstudio. Mittlerweile geht das ja auch wieder. Ja. War eine lange Zeit wegen dem Lockdown. Hatte ich halt die Hantel immer im Kopf, weil mich die echt so das letzte Jahr begleitet hat. Echt? Und ja, es war krass. Und
Hab halt viel dann echt zu Hause trainiert. Ach, bei mir ist es genau gerade im letzten Jahr das Gegenteil. Da habe ich genau fast gar keinen Sport gemacht. Im Lockdown noch? Ja. Deswegen habe ich keinen Sport gemacht. Da war bei mir einfach zu. Ach so. Keine Motivation, dafür dann nichts. Die Räucherstäbchen. Ja, genau. Da habe ich mich dann mental irgendwie wieder ein bisschen, keine Ahnung. Und jetzt hauen wir mal richtig rein hier, oder? Ja, ich fange an. Ich nehme hier was von dem Tomate-Mozzarella. Habe ich ja mitgebracht. Lecker aus. Aber mega es ist gut. Halt einfach zu gut und ich esse das so gerne. Es macht irgendwie schnell satt, aber es ist nicht so schwer, weißt du? Voll. Ich liebe es. Ist ich am Abend auch sehr, sehr oft. Echt, ja? Am besten noch, am liebsten noch mit so einem Hauch Balsamico drüber, ne? Dann ist es